Hallo ihr Lieben, Hi! willkommen im Würfel und Zucker. Wir zeigen euch heute Fiesta de los Muertos. Ein sehr, sehr cooles, kooperatives Wort. Stille Post. Spiel. abgefahrenes Teil, wirklich richtig, richtig cool. Also wir hatten unfassbar viel Spaß damit und es ist gar nicht mal so leicht. Das ist korrekt. Ja, man spielt es auf jeden Fall mit mindestens vier Spielern. Bis zu acht. Ja, deswegen können wir euch auch nicht wirklich zeigen, wie es funktioniert, weil dann ist quasi der halbe Witz weg. Aber also wir spielen es euch nicht vor, aber ja, wir sagen euch natürlich jetzt, wie genau, es geht. Genau, richtig. Das ist nämlich eigentlich ganz einfach. Mhm. Jeder von uns bekommt am Anfang eine Karte. Und auf dieser Karte steht eine tote Persönlichkeit. Oder eine fiktive Persönlichkeit, die sind aber auch meistens tot. Ja, ja, richtig. Deswegen heißt es Fiesta de los Muertos. Es hat also was mit den Toten zu tun. So. Ja, es klappt ja eh nicht. Ich zeige einfach mal, was ich habe. Ja, ich kann es eh nicht sehen. Ich habe Bonnie von Bonnie und Clyde. Mhm. Was hast du? Ich habe Niki Lauda. Wow. Genau. Was wir jetzt machen ist, wir beschreiben diese Person mit nur einem Wort. Mhm. Dabei sind Personen nicht erlaubt. Also ich dürfte nicht Kleid schreiben. Mhm. Ja, was erlaubt sind, sind halt Begriffe oder auch und Eigennamen. Normalerweise wissen die anderen natürlich nicht, was da draufsteht. Als erstes klappen wir unsere wunderschöne Tafel auf. Ist mega cool. Und schreiben tatsächlich den Namen, der gesucht wird, also die gesuchte Person, schreiben wir tatsächlich da erstmal hin. Und dann klappen wir es wieder zu. So. Die anderen dürfen es auch nicht sehen. Und jetzt schreiben wir hier unten in den Mund, schreiben wir dann etwas, was diese Person irgendwie, was wir damit assoziieren. Und dann geben wir es stille postmäßig im Uhrzeigersinn weiter. Das heißt, ich würde es jetzt Mirko geben, Mirko würde es dem anderen geben. Wir würden dann halt von demjenigen und so weiter kriegen und würden dann halt das, was dort unten jetzt steht, also die nächste Person, würde das hier unten wegwischen. Gib mir einen Wischer. Und hier steht jetzt Gangsterpärchen. Und ich könnte jetzt nicht, auch wenn mir Bonnie und Clyde sofort einfallen würde. Vielleicht denkst du auch an Thelma und Louise. Ja, das könnte auch sein. Ich könnte aber nicht irgendwie wieder Bonnie und Clyde oder Thelma und Louise oder so hinschreiben, weil Personen sind ja nicht in Ordnung. Und ich schreibe dann halt einfach Knarren zum Beispiel. Ja. Ich habe schnell, das kann natürlich alles sein, vielleicht ein Auto. Ja, ich würde wahrscheinlich nicht Auto schreiben. Ja, als erstes. Das ist ja immer noch ein kooperatives Spiel. Mhm. Das heißt, wir wollen, dass am Ende die richtigen Begriffe geraten werden. Und deswegen sollte man immer im Hinterkopf haben, dass es um eine Person geht, also das gesuchte Wort ist immer eine Person und dann sollte man schon überlegen, okay, eine schnelle Person. Vielleicht hat man schon das so eine Idee. Das könnte natürlich auch der Roadrunner sein. Ja, natürlich. Deswegen, ich habe da jetzt nicht Niet hin. So. Also ich würde jetzt Auto schreiben. Ja, so. So. Ich denke mir, ach, gibt es schon Michael Schumacher oder so. Genau. So, ich habe mich jetzt halt, wie gesagt, für Knarren entschieden. Normalerweise macht man auch hier immer, wenn also der erste kreuzt schon einen Zahn ab. Ich habe jetzt hier auch schon abgekreuzt. Und wenn vier Zähne abgekreuzt sind, dann ist erstmal diese Assoziationskette à la stille Post ist vorbei. Und wenn die vorbei ist, dann werden alle Begriffe hier hingelegt. Ja, die werden erst gemischt. Die werden gemischt, man genau. Man darf nämlich nicht wissen, was ist das, was man selber losgeschickt genau hat. Deswegen spielt man das auch mit mindestens zu viert. Bei mehr als vier Spielern gibt es auf jeden Fall einen Begriff, den man gar nicht in der Hand hatte. Weil es wird ja nur viermal was geschrieben, einschließlich dem ersten. Wir werden dann nämlich gemischt und ausgelegt. Das ist jetzt ein bisschen Banane, weil wir halt drei Leere haben. Und dann werden auch die Begriffe, die die anderen Spieler natürlich nicht gesehen haben, gemischt. Und es kommen immer noch so viele hinzu, dass es am Ende acht Stück sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, die werden natürlich auch gemischt. Und eigentlich müssten hier... Also müssten jetzt fünf Begriffe stehen, ja. Mhm. So. So,
Ja, und dann versuchen alle zuzuordnen, was sie glauben, wer denn was ist. Also die 1, wo jetzt halt gar nichts steht, ne, wer da wohl den Begriff hatte, bei der 3, bei Auto. Also ich glaube, jetzt würde man natürlich schnell auf Niki Lauda kommen, aber es kann auch mal ganz anders hier liegen. Wenn er jetzt zum Beispiel noch hier Herr Benz oder so drin vorkommt, man weiß es nicht so genau, was da für Leute sind. Ja, oder Auto wäre bestimmt nicht das Letzte. Der nächste schreibt dann vielleicht Maschine oder Fortbewegungsmittel und dann schreibt einer Flugzeug und dann denkt man vielleicht, das ist Darth Vader, wenn am Ende Flugzeug steht, obwohl am Anfang Niki Lauda stand. Auf jeden Fall ist es dann so, dass halt alle versuchen zuzuordnen, was wohl was ist, und wenn das alle gemacht haben und gesagt haben, wir sind jetzt fertig, dann wird tatsächlich aufgelöst und dann würde halt gefragt werden, wie viele von uns haben denn jetzt Bonnie richtig geraten? Dann würde entsprechend abgekreuzt werden. Wenn wir jetzt zu 4 sind, würden wir hier bei der 4 anfangen. Wir waren 5, dann würden wir bei der 5 anfangen und sagen wir mal 1, 2, 3, 4 Leute hatten das richtig von uns 5 und das würden wir halt für jedes machen. Dann wäre die tote Person, also der Geist der toten Person, quasi beruhigt und wir würden es wegklappen. So. Wenn wir jetzt dann irgendwas haben und es haben nicht genug erraten, vielleicht haben es hier nur 3 Leute erraten, dann bleibt es offen. Vielleicht haben wir auch ein paar Begriffe, wo es alle erraten haben, wenn die Anzahl stimmt, dann gibt es auch immer ein Kreuz hier in diesem gelben Kästchen. Und wenn das passiert, ist es nicht nur beruhigt, sondern wir kriegen auch noch so einen Knochen. Davon gibt es je nach Spieleranzahl auch schon am Anfang ein paar in der Mitte. Und die Idee ist dahinter, dass man am Ende, wenn alles ausgewertet ist, für jeden Knochen noch zusätzliche Kreuze machen darf, um die Geister zu besänftigen. Und das Spiel gilt als gemeinschaftlich gewonnen, wenn man es geschafft hat, alle Geister zu besänftigen, also alle zu erraten oder zumindest mit einem Fehler zu erraten. Man durfte ja quasi sich einen Verpatzer leisten, dann gilt es als besänftigt. Aber für jeden, den man komplett richtig geraten hat, dass jeder es richtig hat, gibt es einen Knochen, mit dem man ausgleichen kann, dass andere was schwieriger waren. Genau. Ja, also eigentlich eine relativ simple Geschichte, aber sehr, sehr tricky. Und wir haben mehrere Runden gespielt und es war schon sehr bezeichnend. Also in der ersten Runde, die wir gespielt haben, war ich die Einzige, die, was war das, Motor oder so, Dumbledore zuordnen konnte, weil ich diejenige war, die aus dem Begriff Magie Zylinder gemacht hat. Und dann hat irgendjemand aus Zylinder Motor gemacht. Ja. Das ist verrückt. Also ich hatte, ich habe Zauberer bekommen und habe Magie gemacht und das ist Magie-Zylinder gemacht. Genau. Und es ist dann total witzig, dass man bei den einzelnen Begriffen auch überlegt, was hatte ich denn auf der Hand? Und das war bestimmt das. Und dann war das bestimmt vorher das. Und also total verrückt, wie anders die Leute dann denken. Ja. Also eine wirklich schöne Sache. Braucht man auf jeden Fall so ein paar Durchgänge, bevor wir es, wir haben glaube ich 3 oder 4 gebraucht, bevor wir dann endlich mal die Toten besänftigen konnten. Denn man muss also wirklich versuchen, recht straight zu denken, damit eben nicht solche verrückten Sachen passieren, dass eben aus einer magischen Geschichte plötzlich eine Maschine wird. Eine Maschine wird, genau. Ja, wir sind sehr happy damit. Das Material ist halt auch recht cool, muss ich sagen. Also diese Klapptafeln sind wirklich ganz klasse. Absichtlich selbst abwischbar. Ja. Und die Optik ist cool, das Thema finde ich auch sehr, sehr passend. Also ich bin sehr begeistert und ich mag solche Sachen total gerne. Kooperative Wortspiele mag ich total. Also es ist einfach echt. Wenn es einem zu einfach wird irgendwann, kann man auch noch ein bisschen schwieriger machen. Da gibt es so Aufgaben, die man am Anfang immer umdreht. Zum Beispiel, der erste Tipp muss mit dem Buchstaben P beginnen. Oder aber, es muss sich um einen Gegenstand handeln. Ja, dann wird es bei manchen Personen schon richtig schwierig. Dann hätte ich bei Bonnie und Clyde wahrscheinlich auch als erstes Knarren oder so geschrieben. Mhm. Aber bei manchen Sachen nicht so einfach. King Kong, was mache ich da als Gegenstand? Hochhaus ja. Wahrscheinlich. Oder genau. Flugzeug. Ja. Also es ist eine coole Sache. Damit wird es wirklich anstrengend. Und ich sag mal so, wenn euch das nicht genügt, ihr könnt euch dann auch selber was ausdenken. Also zum Beispiel muss alles essbar sein. Jeder Tipp muss essbar sein. Da hätte ich bei Niki Lauda, was hätte ich denn dann geschrieben? Irgendwas, das ist beim Formel 1 an der Bühne zu kaufen gibt. Hot Dogs oder so. Keine Ahnung. Ich war noch nie da. Ja. Ja, aber das war Fiesta de los Muertos, ein weiterer schöner
kooperativer Wortspielvertreter. Wir mögen die sehr gerne. Viel Spaß damit.